Moin und herzlich willkommen zu Wolf und Bergmann, dem, ja, wir labern mal so ein bisschen rum Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf und ja, mit mir im Studio Werner Bergmann und gleich eins vorweg. Da Herr Bergmann ja ausgewiesener Adelsexperte ist und ich von diesem Thema gar keine Ahnung habe, gehe ich mal davon aus, dass Herr Bergmann heute in diesem Podcast unter anderem über das große Drama sprechen wird, was die ganze Welt in den letzten Tagen bewegt. Großbritannien sowieso, die Queen Mum ist gestorben. Ja, also nur weil ich ab und zu in Arztpraxen und beim Friseur diese bunten Zeitungen lese, heißt es noch nicht, dass ich Adelsexperte bin. Trotzdem ist mir bewusst, dass die Queen Mum, also die Mutter der Queen, schon vor vielen, vielen, vielen Jahren von uns gegangen ist. Ach so, aber die Queen ist doch selber auch Mum, oder? Ja, aber trotzdem, der Begriff Queen Mum ist, glaube ich, urheberrechtlich geschützt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war eigentlich die Mutter der Queen die Queen Mum. Ach so. Naja. Übrigens, mir fällt gerade ein, es ist vielleicht ganz gut so, dass die Queen Mum, also dass die Queen Mutter war. Ja. Weil dann hätte sie ja keinen Nachfolger gehabt sonst. Und sonst hätten auch Armin Laschet persönlich dann einen Anspruch auf den englischen Königsthron erhoben noch. Er ist ja irgendwelche Reihenfolge, oder? Ja, von, ich glaube, Karl dem Großen hat er irgendwie mal, irgendeiner hat da mal was reingehängt und da war er jetzt irgendwo dabei. Also das. Aber Armin Laschet als englischer König, quasi die späte Rache der Europäer für den Brexit. Ja, das könnte also man so sehen. Ich finde das eine witzige Sache. Armin Laschet als englischer König. Ich glaube, der hätte auch in einem Jahr sämtliche Fettnäpfchen ausgefüllt, die Prinz Philipp ihm hinterlassen hat. Das ist wohl richtig. Aber ich möchte natürlich jetzt auch nicht die Chance... Kann ich noch eine kurze Frage stellen? Ja. Du als Adelsexperte, ist es eigentlich so, dass wie damals im alten Ägypten, wenn so ein König stirbt, dass die Adelsexperten als Grabbeilage mitgegeben werden? Nein, also das, sagen wir mal so, ich hoffe nicht. Das würde natürlich, außerdem, wer soll dann die Berichte jetzt machen, wenn King Charles III jetzt... Also da kommen ja neue nach. Meinst du, dass sie jetzt gezüchtet werden, ja. So im Labor, geklont? Ja. Hört man nicht. Naja, auf jeden Fall will ich jetzt auch nochmal die Gelegenheit nutzen, alle dort an den Podcast-Empfängern zu begrüßen. Heute ist übrigens Montag, der 12. September 2022 und damit kommen wir zum Tag. Heute ist Tag der Computerspiele. Und da habe ich mal eine Frage an dich. Spielst du noch Computerspiele? Oder bist du mehr jetzt schon auf diese Spielkonsolen umgestiegen? Oder? Ich bin schon länger auf Spielkonsolen umgestiegen. Ja. Aber ich vermute, unter dem Tag der Computerspiele werden wohl auch die Spielkonsolen fallen, gehe ich jetzt davon aus. Soll ja jetzt, kommen ja regelmäßig neue raus, ne? Welche hast du aktuell am Gange? Ich kaufe ja immer die schon runtergesetzt sind im Preis, wenn ich so ein bisschen Langeweile habe. Das heißt, du bist geizig. Ich bin nicht geizig, ich bin sparsam. Ja, gut. Ja. So kann man es auch nennen. Ja. Ich war Riders, Twix, geizig, sparsam, über Gewinnsteuer, zu Gewinnsteuer, wie man es gerne hat für sich in der Richtung. Naja, ich muss sagen, ich kaufe ja jedes Computerspiel, was rauskommt. Echt? Ja, alles. Ich hab noch nie mal die Konsolen, aber ich habe die Spiele schon. Nur das Problem ist, die liegen bei mir unausgepackt in der Ecke, weil durch diese vielen anderen Interessen, durch die Streaming-Dienste, durch hier solche Sachen wie den Podcast, durch solche Sachen wie Sport und so weiter, kommt man gar nicht dazu. Man hat sie, aber man spielt sie nicht. Genauso wie mit Büchern. Ich habe zu Hause Berge von Büchern. Ich komme nicht dazu, sie zu lesen. Das ist schrecklich einfach. Wir haben viel zu wenig Zeit. Und damit sind wir auch wieder hier beim Podcast, denn auch hier haben wir weniger Zeit. Glückwunsch an alle, die heute zum Beispiel Geburtstag haben, wie zum Beispiel Hans Zimmer. Der ist heute 65 geworden. Jetzt frage ich mal den Herrn Wolf, ob er überhaupt weiß, wer Hans Zimmer ist. Das ist der Komponist. Ja, hat ein deutscher Komponist, der in Hollywood Erfolg gehabt hat. Über 100 Filme hat er die Musik zugemacht. Ja. Sag mir mindestens mal einen. Piraten der Karibik. Richtig, Fluch der Karibik. Ach ja, meine ich ja. So, ja gut. Wir nehmen es, aber ich akzeptiere die Antwort. Hat er unterm gehabt. Und heute hat übrigens auch Sigmar Gabriel, der Harzer Roller, der ehemalige Rock-Roll-Beauftragte der SPD, hat ebenfalls geboren. Aber jetzt kommen wir wirklich zum Thema der Tage. Und zwar, es ist ja ganz interessant, jeder, der heute oder überhaupt der in nächster Zeit nur mal, was weiß ich, die Queen mit dem Auto winken an sich vorbeifahren hat sehen, der nur einmal jemanden kannte, der damals, als sie 1978 mit ihrem damals, jetzt leider Gottes auch schon verstorbenen Mann, Prinz Philipp, hier in Bremen und Bremerhaven gewesen ist. Jeder, der nur einen kennt, der jemanden kannte, der den Fahrer kannte, der die Queen durch Bremen und Bremerhaven gefahren hat, der wird doch heute vors Mikro gezerrt, ja, von irgendeinem Podcast, von irgendeinem Radio, von irgendeinem Fernsehsender, die jetzt darüber berichten, wie war es denn damals, wie hat sie gewunken, von rechts nach links oder von links
links nach rechts, konnte man daraus was lesen. Übrigens, wenn du das sagst, ich kenne übrigens die damalige Fußpflegerin der Queen, als sie hier in Deutschland war. Heißt das Podologin, oder? Podologin, aber was für ein Hornhautraspel hat sie? Ja, und sie hat noch die Hornhaut der Queen aufgehoben. Ja, hat sie doch aufgehoben. Ja, und jetzt kann man das ja auf eBay, glaube ich, auch versteigern. Ja, ich glaube, es gibt demnächst das sogenannte Hornhautmuseum und ich sage der Queen inklusiv den mit Elfenbein besetzten Hornhautraspel haben werden. Nein, aber man muss es natürlich sagen. Die Queen ist tot, schlimme Meldung, aber lang lebe der König. Denn nach über 50 Jahren Wartezeit ist Prinz Charles jetzt König Charles III. Ist es nicht seltsam? Jetzt mal ganz ehrlich, ist es nicht wirklich seltsam, das ganze Leben darauf zu warten, dass man den Job der Mutter irgendwann mal übernimmt? Ja, ist das doch eine Berufsvorstellung, die man seinem Kind wünscht? Nein, eigentlich nicht. Ne? Aber ich glaube, er hat genauso lange gewartet, wie einen Termin beim Augenarzt zu bekommen. Wahrscheinlich. Oder überhaupt ein Handwerker oder sowas. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das im realen Leben, also in unserem Leben so vorstelle, wenn ich mir das so vorstelle, meine Mutter so am Ende ihres Lebens kommt sie auf mich zu und sagt, du bist jetzt 70, mein Sohn. Wird Zeit, dass du lernst, die Waschmaschine zu bedienen. Und ich komme, Mama, das kann jetzt doch noch nicht sein. Ich weiß noch nicht mal, wie der Geschirrspüler funktioniert. So in etwa müsste man sich doch im realen Leben sowas vorstellen. Mit 73. Er ist der älteste Thronerbe, der in England bisher den Thron bestiegen hat. Aber er ist mit 73 immer noch zu jung, um in Amerika Präsident zu werden, ja, wenn ich mir da den Altersdurchschnitt angucke. So, wir haben, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Söder hat auf Twitter, hat jetzt geschrieben, dass man hier in der Residenz zu München in der Hofkapelle ein Kondolenzbuch ausgelegt hat, wo man sich eintragen kann, kondolieren in den nächsten Tagen. Ja. Bis zum nächsten Podcast, hat er gesagt, legt er das dahin. Nicht wahr? Also 14 Tage wird es da etwa liegen. Und wir haben doch schon mal ein bisschen geguckt, natürlich gehen jetzt viele Politiker aus der ganzen Welt fliegen jetzt dahin, kondolieren, gehen zur Beerdigung und zu den ganzen Feiern und so weiter hin. Wobei Feiern ist ja auch ein bisschen schräg bei sowas. Und da habe ich schon mal nachgeguckt, in dieses Kondolenzbuch haben schon einige Berühmte auch eingetragen. Sind extra hingeflogen, weil dachten, Mensch, das ist das einzige Kondolenzbuch, was da liegt, da gehen wir alle hin, ja. Haben sich angestellt und ganz sauber. Und Annalena Baerbock zum Beispiel hat reingeschrieben, sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht. Und Kolonialherrscherin. Okay. Das ist eine nette Geste. Ja. So. Dann hier Olaf Scholz, und der wird ja bestimmt da auch, schätze ich, hinfliegen oder sowas. Der hat geschrieben, 70 Jahre hat sie regiert. Das hätte sie nie so lange durchgehalten, wenn sie mit der FDP und den Grünen hätte regieren müssen. Das ist auch eine nette Geste, so das reinzuschreiben. Hier, selbst Boris Johnson ist extra nach München geflogen, um ins Kondolenzbuch einzutragen. Und zwar, er hat geschrieben, natürlich in Englisch, sie hat einen brutal geilen Job gemacht und wurde jetzt trotzdem gefeuert. Tja, so ist das hier auf der Insel. Ja, okay. Auch so nett. Robert Habeck, ne? Man ist nicht gleich tot, nur weil man aufhört zu atmen. Auch sehr, sehr passend, ne? Friedrich Merz, ne, kam gerade jetzt vom Hannover vom Parteitag, nicht, ja? Was macht man denn so als König? Hinweise bitte an friedrichmerz@sauerlandkreis.de. Okay. Sehr interessant. Aber auch selbst hier Alice Weidel, ne? Queen Elizabeth hat sich letztes Jahr gegen Covid impfen lassen. Jetzt ist sie tot. Oder Sarah Wagenknecht. Ich finde das Verhalten von ihr in dieser Situation falsch. Damit provozieren wir Putin nur noch mehr. Auch interessant. Ne? Und was hat Söder selber geschrieben dort ins Kondolenzbuch? Markus Söder? Kaum wird Winnetou verboten, stirbt die Queen. Das ist doch kein Zufall. Okay. Ne, ich finde, das sollte man mal sagen. Übrigens, Frauen an die Macht. Jetzt hat England ja jetzt einen König, aber der hat ja eigentlich keine Machtposition. Die Macht hat ja jetzt Liz Truss. Das ist ja jetzt die Premierministerin. Und ist dir mal was aufgefallen in England? Immer wenn shit happens, wie die Engländer sagen, müssen Frauen die Karre aus dem Dreck ziehen. Das war damals Margaret Thatcher. Da hatten die großen Probleme. War ja dann die Eiserne Lady. Ja. Dann die Eiserne Lady 2, Theresa May, die so gut tanzen konnte. Ja, stimmt. Nicht wahr? Musste auch kommen. Brexit-Problematik damals. Dann Mary Poppins. Schwer erziehbare Kinder, musste die dran. Und jetzt Liz Truss, ne? Mal sehen, was sie da machen wird. Wird wahrscheinlich Eiserne Lady 3 oder sowas werden, nicht wahr? Aber sie war die Letzte, die der Queen die Hand gegeben hat. Wobei, da könnte man jetzt natürlich auch einen Bezug irgendwie herstellen. Machen wir nicht. Wir sind hier ein anständiger Podcast. Wir machen hier keinerlei Verschwörungstheorien in dieser Richtung, nicht wahr? Übrigens, wir kommen jetzt aber nochmal zu etwas anderen Themen. Zum Beispiel, du hast ja wahrscheinlich auch schon mitgekriegt, für jeden Quatsch gibt es eine App. Für jeden Blödsinn. Und wenn es auch kein Blödsinn ist, wird die App dafür erfunden, dass es Blödsinn ist.
Genau, wie zum Beispiel in diesem Fall. Jetzt soll es eine Smartphone-Anwendung geben. Für mich der Traum aller Hauskatzenbesitzer. Und zwar, sie soll gesprochene Worte in Katzenmiauzen übersetzen. Okay. Also du sagst was in die App, ne? Ja. Zum Beispiel, wir fahren zum Tierarzt. Ja. Du wirst kastriert. Und die Katze lächelt, ich sehe dich an. Also das ist doch Blödsinn. Da musst du ja wissen, wie Katzensprache funktioniert. Das gibt es nämlich auch. Ach, kein Scherz. Nein, kein Scherz. Es gibt auch eine App, die angeblich in der Lage ist, das Miauzen der Katze in Menschensprache zu übersetzen. Kein Scherz, ist wirklich wahr. Die kann zwar nur so vier Grundbegriffe, aber angeblich soll die App in der Lage sein, zu lernen. Also wenn man die eigene Katze, dass man die Sprache, man soll dann selber sagen, wenn die Katze zum Beispiel, du weißt es ja, wenn sie kommt, guckt, dann will sie was essen, kannst du reinschauen, so heißt essen und so. Aha. Auf jeden Fall, jetzt kann man sich so richtig vorstellen, der Mensch spricht in die eine App rein, wir fahren zum Tierarzt und aus der anderen App kommt auf dem Rückweg, wo sind meine Kronjuwelen? Als Rückmeldung. Naja, also Gerüchte zufolge miauen die mit ihren Menschen ja nur das Nötigste. Also Katzen haben ja kein Grund, mit uns Menschen stundenlang zu reden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Katze mir hier ihr Leben erzählt oder so etwas. Das ist wirklich nur Sinn. Jetzt war, ich weiß, es sind viele Katzenbesitzer jetzt hier an ihren Podcast-Geräten, aber Katzen sollen nicht die hellsten sein unter der Sonne. Sage ich jetzt mal nur ganz klar. Ne? Aber es gibt also nur vier grundsätzliche Redewendungen. Futter, lass mich raus, hab mich lieb und lass mich in Ruhe. Das ist wohl in dieser App, die das übersetzen kann, angeblich. Ne? Und auch kein Scherz. Man denkt immer, das ist ein Scherz, aber es ist so. Jetzt ist man dabei, diese App weiterzuentwickeln, auch wirklich ernst, in ein Übersetzungshalsband. Das heißt, die Katze bekommt ein Halsband und ihr Mauzen wird in Sprache übersetzt. Also du hörst dann praktisch, während die spazieren geht, was sie sagt. Ja, die sagt, lass mich in Ruhe, ich will nach Hause, gib mir was zu essen. Was ist das da drüben? Ein heißer Kater. Solche Sachen kriegst du dann zu hören. Ne? Oh Gott, oh Gott. Mich wäre es immer interessant, wenn die App weiterentwickelt ist, würde ich zu gerne mal fragen, wie eine Katze das findet, dass es diese Apps gibt. Ja. Das würde mich aber wenn die doch so strunzdumm sind, wissen sie doch gar nicht, dass es sowas ist. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, der zu erklären, was eine App ist, ja. Die denkt dann auch. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass die Katze mit der Pfote macht, der Mensch hat doch einen auf der Glatte, so in der Richtung. So, hast du Amazon schon hier den neuen Herr der Ringe geguckt? Nee. Da gab es Vorwürfe. Und zwar, ganz ehrlich, hat man denen vorgeworfen, dass die jetzt bei Herr der Ringe, bei der Neuverfilmung, neuen Version, im Gegensatz zum Originalbuch, dunkelhäutige Elfen und Zwerge haben. Und da hat es tatsächlich dann welche gegeben, die gesagt haben, das passt überhaupt nicht zu Tolkiens Lebensbild und zu dem Roman, da gab es das alles nicht, das wird jetzt hier alles Vogue, ist doch dieser neue böse Begriff, ne? Alles was richtig ist, ist jetzt Vogue, nicht wahr? Und da wird es jetzt in der Hinsicht mal gemacht, nicht wahr? Aber ich finde es, weil es wäre nicht realistisch. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, in dem Film geht es um ein riesiges, großes, brennendes Auge über einem feurigen Vulkan, um Zwergen und Elfen. Und da gibt es Menschen, die der Meinung sind, das ist nicht real. Ja. Mann, oh Mann. Zauberer geht's ja auch. Haben wir ja. Zauberer. Und dann gibt's Menschen, die sagen, da sind ausgerechnet Dunkelhäutige jetzt nicht realistisch. Ja. Schwachsinn, nicht wahr? Und die andere Sache, die ich momentan gerne gucke, ist House of the Dragon. Oder wie es in Deutsch heißt, Besuch der Schwiegermutter. Das ist jetzt diese neue Version von Games of Thrones. Gerade ja. Wo wir jetzt das hatten mit England, passt das jetzt zum Ende ja auch noch. Und da haben sich auch wieder welche aufgeregt. Sehr interessant, wie sich Menschen im Moment über was die sich aufregen können. Und zwar haben sie festgestellt, wahrscheinlich bei Standbildanalyse, dass es einen Fehler bei den CGI-Effekten, bei den Computereffekten gegeben hat. Weil bei einer Stelle ist einer, der nur noch drei Finger hat und zwei Finger hat man wohl grün gemacht, damit man sie wegretuschieren kann. Die sieht man aber. Das heißt, er hat also diese zwei grünen Finger. Und dann regen sich Leute im Internet wochenlang, stundenlang, seitenlang drüber auf, dass man halt diese zwei grünen Finger da sieht. Ja. Nicht wahr? Dass da nebenan riesige Drachen kämpfen. Interessiert keinen Menschen? Zwei grüne Finger habe ich da gesehen. Wenn ich der, also ganz ehrlich, wenn ich der Schaffer dieser Filme wäre, wüsste ich auch einen Finger, den ich denen zeigen würde, ja. Die sich über sowas aufregen. Aber es wird kein grüner Finger sein. Das wird kein grüner Finger sein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dann haben wir noch eine Meldung. Es fehlt ja noch so die Penismeldung. Wir hatten letzte Woche, doch, die nehmen wir noch mit rein. Und zwar, der nigerianische Zoll hat am Flughafen von Lagos, der Hafenstadt dort, hat er 7000 abgeschnittene Penisse von Eseln sichergestellt, die nach Hongkong geflogen werden sollen. Warum fliegt man? Genau, das sind eine der Fragen, die mich da interessieren. Auf jeden Fall ist es so, die waren in 16 Säcke verpackt. Die hat man so versucht, durch den Zoll zu schmuggeln, weil in Hongkong ist das ja Aphrodisiakum, nicht wahr? Aber zum Beispiel habe ich mal nachrecherchiert, genau auf diese Frage, die das Pekinger Nobelrestaurant Guoli Xiaohong bietet die gekochten und gebratenen Geschlechtsteile als Leckerbissen an, die entweder mit Chili oder einer Wasabi-Soße, auf jeden Fall aber mit goldenem Besteck verzehrt werden. Ich meine, gut, man könnte jetzt sagen, als Esel, wenn man mir schon mein Geschlechtsteil entfernt, dann soll man es wenigstens mit einer goldenen Gabel und goldenen Messer essen oder sowas. Aber ehrlich worden in der Richtung. Vielleicht sollte man eine App entwickeln für Esel, die Eselslaute übersetzen. Ja. Ja, zum Beispiel, ich gehe jetzt. Das ist, glaube ich, auch das Fehler bei der Sprache der Esel. Wenn da so einer kommt und sagt, Entschuldigung, kann ich schon mal deinen Penis entfernen? Ja. Das ist einfach eine Ausdrucksproblematik da in der Richtung. Da wäre so eine App wahrscheinlich wirklich für den Esel hilfreich, nicht wahr? So, das reicht jetzt wieder mal mit dem Labern. Das war soweit mit dem heutigen Podcast Wolf und Bergmann und Herr Bergmann, in 2 Wochen wieder, oder? In 2 Wochen wieder, an derselben Stelle, auf derselben Welle oder auch immer, wo Sie es da jetzt jeweils hören. Wir freuen uns darauf, dass Sie wieder zuschalten in unserem Podcast. Sie können das natürlich auch immer die ganze Woche holen, aber heute war halt Montag, der 12. September, als wir das hier aufgezeichnet haben. Alles klar, tschüss. Tschüss.